Okay. So, da sind wir wieder. Können wir hier noch runtergehen? Und finden Watts, den wir nicht gebrauchen können. Weil wir keine Orbs haben. So, und für uns heißt es jetzt mal wieder zu Ruinen. Ups, wo war ich denn hier? In die schönen Ruinen. Um nachzuschauen, was der Dylak da macht. Und wir treffen wir da ferner wieder mal. Ja, sie wird von Diana dazu angehalten, aufzuwachen. Aber ja, reagiert einfach nur aggressiv und meint, dass sie und Dylak hier ein Pärchen sind. Sie jeden Abend hart ficken, wie das so in Hentais ist. Oh nein, fass mich nicht an! Oh, komm schon, ich nehme dich durch. Ja, und jetzt haben wir hier so ein schönes Gespräch. Ah, du Lügnerin, er ist mit mir zusammen. Bla bla. Und dann gibt es eine Schelle. Jetzt fühlt er schon wieder leid, dass ich die geschlagen hat. Weil sie ja beste Freundin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber schon durch. Wenn ihr ein bester Freund ein Vibe versucht auszuspannen, dann ist das kein bester Freund. Oder sie am besten noch flach macht. Ja. Und so ist das mit Dings. Diana, du hättest ihr die Faust reindrücken sollen, anstatt nur eine Ohrfeige geben. Aber richtig, dass die Zähne wegschmettern. Ja, und wir bringen jetzt zu Chrissy. Ja. Oh, na, was für ein Zufall. Wie gerufen kommt Chrissy gerade vorbei. Ja. Und sie nimmt jetzt ferner mit zu... zum Onkel Doktor, während wir jetzt in die Ruinen gehen und eine weitere unschöne Ruinen-Stage machen. Voller verfickte Eiermänner. Und wenn ich sage verfickte Eiermänner, dann meine ich verfickte Eiermänner. Verdammt nervige Gegner. Die hier sind weniger nervig, lassen sich ganz gut wegplätten, wie man sieht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier auch irgendeinen Gegner gibt, der was Besonderes gibt. Eigentlich ist das zunächst immer nicht so wichtig, von den Gegnern was zu bekommen, denn wie man sich denken kann, sind die Gegenstände meistens nicht gerade die besten. Also geh weg. Ja, er benutzt auch Evade. Weil er schlau ist. Schön, dass er auch genug Magie dafür hat. Und ich möchte ihn gerne treffen. Aber das ist halt das Gute an Evade. Es ist nicht so einfach getroffen zu werden. Ja. Wo ich war, ach genau, die meisten Gegenstände sind jetzt nicht so stark. Jedoch später im Spiel lohnt es sich immens, die Gegner zu plätten. Denn da gibt es wirklich starke, die besten Rüstungen könnt ihr dann von bestimmten Gegnern in den letzten drei Stages finden. Dann in den letzten drei Dungeons, Stages, wie auch immer ihr wollt. Und ich hasse diese Teufel. Ganz nervig. Und wenn mein Hass auf die so groß ist, werde ich ihn aufhalten. Denn, wie ich es vorhin schon erzählt habe, ist es gar nicht mal so schön, teilweise. Ich brauche mal die Analyse, ich muss wissen, was man gegen die
Ghoul gegen die Spectres machen kann. Gegen die Gespenster. Gegen Lumina ist. Okay. Also können wir die Räume, wo diese Gegner auftauchen, gepflegt durchlaufen. Weil wir unnütz Magie gegen die verbrauchen würden. Und Magie brauchen wir gegen den Endboss logischerweise. Und sie können sowas wie Frostwelle, was ich Aua wehtun kann. Ja, und scheint alles ein bisschen Mond angehaucht hier, ne? Da haben wir schon das erste Mal, dass wir Cure Water brauchen. Das wird auch nicht das letzte Mal sein, trotz neu gekauften Rüstungen. Oh Gott. Treffen ist Glückssache. Im Moment macht der Kollege Ryukan sich sogar ganz gut. Waren das die, ach ja, imperialen Ruinen sind das. Ein Bogenorb. Ich glaube, ein Bogen benutzt unsere Dame hier, die anderen nicht. Und ich muss mir mal überlegen, wie ich das mache mit dem Online-Offline-Grinden, weil teilweise werden wir ja leveln müssen, um mehr Energie zu haben, mehr Kraft und so weiter und so fort. Und ich wünsche, die Gegner würden irgendwann keine Magie mehr haben. In anderen Spielen ist das so, dass die dann wirklich keine Magie mehr benutzen können. Leider ist es hier so, dass sie unendlich davon haben. Oh, super. Dann sind sie auch beide tot. Wir haben schon wieder ein Level bekommen. Den Raum durchlaufen wir, denn wir wollen keine Frostwände und sonstiges abkriegen. Autsch! Und da sieht man auch wieder, ne, diese kleinen Drecksschweine können gut mit einem Zauber. So, aber alle auf einmal. Für dieses Level durch werden wir die Waffen, die wir haben, auch wenn sie jetzt auf Level 4 sind, wie bei Diana, weiter benutzen. Denn jetzt mit einer schwachen Waffe weiterzumachen wäre ziemlich fatal, da man die Gegner hier nicht unterschätzen kann, wie man sieht. Ich werde mal schauen. Sie benutzt die Lanze, den großen Bogen, obwohl das ist in Ordnung. Und den Rising Sun Boomerang haben wir hier schon den, ja, vierte Stufe. Ich kann danach sogar noch die fünfte bekommen. Vier haben wir auch vier. Vier. Okay. Drei. Ja, alles gut. Dann kann sie jetzt doch den Bogen haben. Zack. Und da machen wir, glaube ich, nichts falsch. Da sie eigentlich laut meinen Einstellungen sowieso mit den Distanzwaffen am besten können sollte. Und natürlich haben wir nicht getroffen. Und jetzt ist mein Waffen-Skill auch hochgegangen. Und Ryo kann es auch. Und dann werden wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, auf der anderen Seite war auch noch eine Tür, gibt's auch was. Ich habe leider alles vergessen. Da ist einfach immer wieder zu lange her, dass man es gespielt hat, was eine Schande ist eigentlich. Ja, okay, ich laufe mal schon durch. Zack. Zack, da muss man hier lang.
Nein, das nicht. Das. Da verblocken die mir hier die... Du Missgeburten. Oh, hier müssen wir lang. Okay, das ist in Ordnung. Tomato Man. Oh, hier waren es gar keine Eier mehr, da waren es Tomato Männer. Kriegen wir von den späteren Versionen davon so ziemlich die stärkste. Einer der stärksten Ringe, meine ich. So, wir haben die 4 mit der Axt. Und können somit auch mal die Klaue benutzen, würde ich sagen. Und die ist bei ihm, da ist man bei ihm ganz gut mit bedient. Denn er zieht viel ab. Und er geht auch in die Gegner rein. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, die geben nichts Besonderes. Gucken wir mal nach fürs nächste Mal. Natürlich. Mimics. Oh, zieh scheiße viel ab. Oh, wow. Weg. Nicht gut. Okay, vermeiden wir das Öffnen von Truhen. Der Weg war auf jeden Fall richtig. Wir finden noch eine Truhe mit noch einem Orb. Alter Schwede, das hätte mich gerade... Und das ist es. Deswegen sage ich, dieses Spiel ist am Anfang noch relativ schwer. Teilweise, man kommt nicht weg wegen den Gegnern. Komm schon. Die haben wirklich teilweise den Weg abschneiden blockieren. Und du bringst dich dann so oft attackieren. Und wenn du einmal getroffen wirst, wie ich jetzt gerade von der Gabel, und du landest auf... landest und ich schwöre, du kommst nicht mehr weg. Du kannst sowas von gefickt werden im Spiel. Unglaublich. Ja, da kann man es auch schon wieder sehen. Ich brauche meine Magie noch wahrscheinlich, deswegen werde ich ihn mal mit einem Bonbon speisen. Dagegen, dass wir so ein niedlicher kleiner Mogri werden, können wir was tun. Das können wir aber auch erst später im Spiel, glaube ich. Seht ihr das? Zweimal. Du konntest dich kein Stück bewegen. Keine Chance. Jawohl, schön Hurricane Kick in die Fresse. Ne, wir können es noch nicht. Wir können es direkt nach dieser. Nach diesem Nordstadt-Imperium können wir machen. Okay, Leute, wir müssen ordentlich aufpassen, dass wir nicht zu viel Energie verlieren. Wir haben erstmal den Außenbereich dieser Ruine gesäubert und uns die Orbs geholt. Kommt mal. Oh, kommt doch bitte. Oh Mann. Katastrophe. Oh fuck. Ja, jetzt bin ich mal wieder der nicht wegkommt. Und ich werde an der Stelle gleich mal... Nee. Wir werden hier noch viel Energie verbrauchen, ich weiß es. Sehr gut. Wir müssen das Vieh zuerst kalt machen. Was wesentlich wichtiger ist. Als 20 von diesen Augen. Na also, mein Treffer. Sind wir nicht gerade gut drin momentan. Treffen. Oh, zack. Ja, manchmal macht die... In einer bestimmten Position können die kleineren Attacken viel mehr ausmachen als die größeren. Ledermäuse gegen Bonbons, deswegen machen wir die mal. Ich verbrauche ja auch welche. Oh Gott.
fuck, alter Schwede. Was geht? Ich kriege jetzt momentan aber richtig auf die Fresse. Oh, und wieder Magie verbraucht, ohne sie wirklich verbraucht zu haben. Das ist auch ein, das ist ein netter Arschloch-Glitch vom Computer. Denn es wird dir angezeigt, sie hat sie verbraucht, obwohl du ja nichts abgekriegt hast von der Energie. Fuck you! Drecksvieh! Uah. Ja, und da kann ich schon wieder nachladen eigentlich. Unglaublich. Ja, und dann war es auch schon so letzter. Gibt es übrigens auch ein Hack für. Oh. Habt ihr das jetzt gesehen? Zweimal in so kurzer Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.